So Leute, das soll jetzt mal ein Vergleich sein. Wie ich schon im letzten Video angedeutet habe, habe ich hier einen neuen Auspuff bestellt, beziehungsweise ich habe ihn schon daheim. Ich tue den dann mal montieren. Jetzt ist noch mein alter Auspuff dran. Und ja, die Maschine ist jetzt warm gefahren. Jetzt probiere ich doch gleich mal hier aus, ja, wie sich hier der Standardauspuff anhört. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns später wieder, wenn ich meinen neuen Auspuff montiert habe. So, hier bin ich wieder. Mittlerweile ist eine Woche vergangen. Es war nur Pisswetter die ganze Woche. Ich hätte übrigens sowieso keine Zeit gehabt, nämlich jeden Tag eine Arbeit geschrieben. Naja, aber hier seht ihr es ja schon, mein neuer Auspuff. Jo, dann machen wir doch mal einen Soundcheck, oder? Also jetzt Soundcheck mit DB-Killer. Ist auf jeden Fall schon eine Steigerung. Man merkt, wenn man im niedrigen Drehzahlbereich ist, dass es schon, ja, mehr basslastiger ist. Jetzt im hohen Drehzahlbereich habe ich jetzt noch nicht unbedingt geschaut, aber ich schätze mal, da wird es auf jeden Fall auch, ja, dementsprechend lauter sein. Ja, auf jeden Fall, das war ein ganz günstiger Auspuff, also ganz günstig jetzt auch nicht. Knapp unter 300 Euro und ich finde, vom Design her passt er am besten zum Motorrad und der Sound ist auf jeden Fall auch dementsprechend gut, wie ich finde. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, bauen wir den DB-Killer raus. So, der DB-Killer ist jetzt rausgebaut. Jetzt kann man hier ganz tief in den Auspuff schauen. Und ja, jetzt haltet euch auf jeden Fall fest, meine Damen und Herren. Also ich würde mal sagen, der Sound geht auf jeden Fall in Ordnung. Hier mein tolles Equipment und mein neuer Helm natürlich. Wer mich auf Instagram folgt, der, ja, hätte diesen Helm schon länger gekannt. Naja, hier meine Legria und ja, das wollte ich nur mal euch zeigen hier. Das hier ist der DB-Killer, den habe ich ja jetzt natürlich rausgebaut. Baue ich aber natürlich dann wieder rein. Ja, ja, dann hoffe ich doch mal, dass euch dieses Video gefallen hat. Ja, jetzt zeige ich euch noch mal kurz hier die Umgebung. Viele wollen ja immer wissen, wo ich wohne. Also in diesem Kaff da unten wohne ich nicht. Ja.
Aber die Location kennt ihr ja schon, gell? War ich ja jetzt schon ein paar Mal hier. Auch, glaub, ganz am Anfang, genau, als ich mein erstes Motorrad hatte. Genau, habe ich hier das gefilmt. Was jetzt bedauerlich am Arsch ist, ne? Weil solche Leute das mir kaputt gefahren haben. Naja, egal. Jetzt habe ich ja ein neues. Und werde ich auf jeden Fall dieses Jahr sehr viel Spaß dran haben. Naja, genug geschwafelt und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.